Herzlich willkommen bei Stampin' Kreativ. Mein Name ist Verena Grasmüller und ich bin unabhängige Demonstratorin von Stampin' Up. Ja, endlich ist es soweit. Der neue Herbst-Winter-Katalog ist endlich da. Das Cover kennt ihr ja schon. Die Innenseiten darf ich euch leider erst Anfang September zeigen. Aber das macht nichts, denn heute ist meine Bestellung gekommen und ich zeige euch schon mal ein paar Produkte, die in diesem neuen Katalog enthalten sind. Der Katalog ist aufgebaut wie der neue Jahreskatalog 2019-20. Das heißt, die ersten paar Seiten sind die ganzen Produktpakete aufgeführt. Und was ich ganz toll an diesem Katalog finde, ist, dass hinten in der letzten Seite ein Stempelset drin sind, wo 3 Euro an eine wohltätige Organisation gehen. Genau, darauf bitte auch achten. Gut, dann fangen wir auch gleich an mit unserer ersten Produktreihe. Also ich habe jetzt nicht alles, ich habe mich so ein bisschen kunterbunt durchgewühlt. Genau, aber ich finde das schon mal ganz super. Und zwar ist das die Produktreihe Hurra, es schneit. Dieses Stempelset ist dabei. Frostige Grüße zusammen mit der Schneemannstanze. Dazu gibt es ein Band. Ich mache das mal auf für euch. Das ist eine gedrehte Schnur in Glutrot. Finde ich auch ganz toll. Passt wirklich super schön zu Schneemänner. Genau, dann was noch dabei ist Blusterfarbe Schneeakzente. Habe ich leider nicht. Gab es leider auch noch nicht. Und zwar ist das eine Blusterfarbe, die man auf ein Projekt aufträgt und dann mit dem Erhitzungsgerät anpustet, dann geht es so auf. Ist ungiftig. Und das sind, dann erhaltest du so 3D-Effekte, Strukturen. Ja, also ich probiere es auf alle Fälle aus. Ich zeige es euch, sobald ich sie habe. Dann die Kordel, wie schon gesagt. Dann ein Kreativset, Accessoires, hurra, es schneit. Das sind so kleine Filz-Accessoires für eure Schneemänner dabei. Dann gibt es Glitzerpapier in Glutrot und eine 3D-Präge von Winterstrick. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, vielleicht gefällt sie euch, kann ja sein. Und dann das Papier ist noch dabei. Das packe ich für euch natürlich aus. Ich finde es schon gut, dass das Papier jetzt größer abgebildet ist, so wie vorher. Aber so sieht man das natürlich auch wieder ganz super. So. Wow, seht euch das an, das glitzert richtig hier. Das ist richtig schön. Oh, super, habe ich gar nicht gewusst. So, also hier ist die. Habt ihr gesehen? So. Jetzt also, genau. Erste Seite, Hinterseite, Rückseite. Und das ist auch witzig. Oh, und die Schneemännerei. Oh ja, ich glaube, da fallen mir schon tolle Sachen ein, die ich mit euch zusammen machen werde. Ah ja, eine ganze Seite mit Schneemännern. Wieder gestreift und mit Handschuhe. Ah, hier ist kein Glitzer drauf. Die erste Seite ohne Glitzer. Und er schneit wieder und wieder Schneemänner. Ah, hier ist auch kein Glitzer drauf. Deswegen habe ich es nicht gewusst, weil das die erste Seite war. Genau. So. Aber viel Glitzer. Oh, echt toll. Freut mich, dass ich das gekauft habe. So. Dann in dieser, ist zwar nicht in dieser Produktreihe enthalten, aber gleich dabei, auf der gleichen Seite, ist diese Verstandsform. Und zwar heißt es Mini-Zierschachtel. Und ich glaube, ein paar von euch werden sie wiedererkennen. Die gab es nämlich schon mal. Oder vielleicht so ähnlich, vielleicht täusche ich mich auch. Auf alle Fälle wollte ich die damals schon haben. Ich habe sie mir leider nicht gekauft und jetzt habe ich gleich zugeschlagen.
Die ist sehr klein, also ich glaube da drin, mal was hat da Platz? Zwei Merci, ein Rocher, mehr nicht. Merci, zwei Küsschen wollte ich sagen. Genau. Das Stempelset habe ich nicht dazu. Auf dem Stempelset stehen so Sprüche wie für sie mit Liebe etwas Süßes, klein aber fein. Und zwei Schneeflocken, hier kannst du noch ausstanzen, aber das habe ich mir jetzt gespart. Genau, weil ich wollte eigentlich nur diese Form haben. Genau, zeige ich euch dann auch, wie sie funktioniert. So, was haben wir noch? Genau, die Stanze. Da kannst du auch die Arme nach oben, nach unten, vielleicht sogar auf dem Kopf, die zwei. Also dann sieht es aus, als ob der ein Geweih hätte. Hi. Die Kordel. So, dann geht es gleich weiter mit der nächsten. Das ist auch meine Favoritreihe. Und zwar die Reihe Festtagsglanz. So, muss ich mal weitermachen im Katalog. So, Reihe Festtagsglanz. Da haben wir hier einmal das Stempelset. Mit zwei, mit drei Christbaumkugeln. Genau, dann die zwei passenden Stanzen dazu. Gibt es auch im Set, 10%. Was ist noch dabei? Eine 3D-Prägeform ist noch dabei. Hammerschlag hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Dann ein klassisches gewebtes Geschenkband, wo in Kupfer drauf steht Merry Christmas. Designer-Akzente in Sterne auch in Kupfer. Genau, und dann noch so Metallic-Akzente mit so Sternchen und... Ja, was ist dann noch dabei? Christbaumkugeln. Genau, dann kommen wir auch wieder zum Papier. So. Genau. Also das ist die Hinterseite. Vorderseite. Schön. Das ist nämlich eine Reihe, wo die Kupferakzente sehr gut rauskommen. Seht euch das an, wie schön. Ich bin auch echt ein Fan von dieser Farbkombination. Das ist Marineblau, Pfauenblau und ich denke Waldmoos. Kann ich euch später mal genau sagen, was da für Farben drin sind. Und Sterne. So ein Stempelset mit Sterne und Sternstanzformen gibt es ja auch. Aber das habe ich nicht. So. Genau, das war die. Also die finde ich total schön. Also die Farben wollte ich euch noch sagen. Der Stütz ist ein Katalog. Genau, Marineblau, Kupfermetallic, Pfauengrün, Vanille, Pur und Waldmoos. Genau. Was Kupfer ganz gut dazu passt, und zwar haben die jetzt neue Stempelkissen. Das ist jetzt Kupfer. Gibt sogar mit Nachdruck. Ich habe es noch nicht ausgepackt, ich muss das auch unbedingt ausprobieren. Und dachte ich mir, das passt ganz gut zu der Reihe dazu. Kupferstempelkissen. Mit Metallic-Tinte in Kupfer. Genau, so. Dann, was habe ich noch? Gehen wir mal weiter. Ah ja, dann gibt es so eine Reihe, so ähnlich wie die Eisblüten. Und ich fand die Eisblüten auch schon so toll. Jetzt habe ich hier ein bisschen was mitgebracht. So. Und zwar das Papier, das hat mich gleich fasziniert. Seht euch das an. Ist das nicht schön? So richtige schöne Naturaufnahmen. Und hier auch ist das ein bisschen aufgeraut mit Struktur. Was ist das drin? Das sind da mal vier gleiche. Ui, schau schön. Ah ja, hier ist so Silber. Oh, da brauche ich das Silberstempelkissen vielleicht auch noch. Ah ja, das ist ein bisschen rosa. Silber.
Dabei ist ein ein Stempelset. Standsformen, Winterrahmen sind dabei. Dann ist dabei, eben gesagt, dieses Papier. Dann ist dabei, oh schön, zeige ich euch gleich. Und zwar ein ganz schönes Geschenkband in, na, wie heißt's? Ach, das neue. So, hier gestreift, cool. Und was ist das? Bisschen lila Farben. So, Rauchblau, glaube ich, ne? Heißt die neue Farbe? Genau. Aber mal, ob ich die aufkriege gleich. So. Genau, hier. Glitzert schön. Ah, total toll. So. Dann ist dabei Stamping Glitter Eyes heißt es. Und das Pulver. Das, wenn du jetzt zum Beispiel eine Schneeflocke ausstampfst, dann gibt es hier diesen Kleber. Der ist auch in dieser Produktreihe dabei. Shimmery Crystal Effects. Und der ist weiß und silber gesprenkelt. Ein dick flüssiger Kleber. Und der schenkt halt den Projekten einen dezenten Schimmer. Und er hat eine ganz kleine Öffnung. Und somit können auch Details gestaltet oder gestempelte Motive verziert werden. Und mit diesem Kleber haften diese Eiskristalle, sage ich jetzt mal. Genau. Aufmachen. Jetzt seht ihr das besser. Hier. Seht ihr das? Ganz toll. Genau. So viel hierzu. So, dann machen wir gleich weiter. Genau, dann gibt es so eine Reihe, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, bei wen anders. Und zwar ist es so eine, wie heißt es, so eine Schneekugel. Und da sind auch Plastikkuppeln dabei, das heißt, dass man eben so eine Schüttelkarte machen kann, genau, in Schneekugelform. Und da, das sind die Paletten, die da dabei sind. Diese Plastikkuppeln für die Schneekugeln, die habe ich zwar nicht, aber ich habe so ähnliche. Und die von Stampin' Up, die kleben selber am Rand und ich muss die festkleben, also meine sind nicht so gut, aber vielleicht werde ich mir die einfach noch besorgen. Die tut ihr so aufs Papier draufkleben, dann die Pailletten halt davor drunter und dann habt ihr diese Form, diese Schneekugelform. Und also ich glaube, die Karten, die werden wirklich toll. Genau, und so schauen diese Kuppeln aus, die es bei Stampin' Up auch gibt. Kauft euch die von Stampin' Up, weil die kleben selber. Das ist eher ein bisschen ein Schmarrn hier. Genau, und das sind die Pailletten, das sind kleine silber schimmernde, lila schimmernde Pailletten und darunter sind Sterne und kleine Schneeflöckchen. Ganz toll. So, ich finde auch, die passen zu der Reihe, die ich euch davor gezeigt habe. So, machen wir weiter. Was habe ich noch? Ich habe hier, muss ich nochmal weiter in meinen Katalog machen. So. Ah ja, Reihe Monster Party. Da habe ich leider nur das Band. weil ich das auch super schön finde für Sterbekarten. So. Und da wollte ich ein bisschen ein schöneres Band haben und das mit dieser Stickkante. Dachte ich mir, ach ja, ich probiere es einmal aus. So sieht es aus. Ist auch ganz süß eigentlich. Ne, ist schon ganz, ganz nett. Schön schwarz. Genau, und bei dieser Monster Party gibt es eben ein Stempelset und Stanzformen Zierrahmen. Die Zierrahmen finde ich gar nicht so schlecht. Die kannst du, wenn Sprüche, andere Sprüche auch reinpassen, wirklich beliebig benutzen.
Gibt es ein Designerpapier, dann die Prägeform Schnörkelgitter. Habe ich über dem Bildschirm leider nicht gesehen. Finde ich total super. Dann eben dieses Geschenkband. Dann Lackakzente Monsterparty mit Totenköpfe und schwarze Perlen und Raben. Also finde ich auch super. Und dann gibt es auch noch eine Schachtel in Sargform. Das ist vielleicht so ein bisschen, wo ich mir denke, oh, sehr abstön, aber gut. Wer es mag, soll sich es bestellen. Gut. Dann habe ich noch, das ist in einer anderen Produktreihe irgendwo dabei. Das sind so kleine Glöckchen. Kann man immer gebrauchen. Habe ich mir jetzt so einfach bestellt. Was habe ich noch? Ah ja, Weihnachtsmix kann man auch immer gebrauchen. Finde es auch schön in verschiedenen Schriften und Größen, weil manchmal passt was nicht rein. Und ich denke, da wird viel passen. Ich fände auch schön so rechteckig. Könnten die Rechtecke ganz gut passen. Genau. Dann habe ich noch mal eins. Ohne, das ist auch einfach ein Stempelset ohne Produktgruppe. Aber zu diesen Sprüchen passen wunderbar diese Rahmen, die raffiniert bestickten Rahmen. Und deswegen habe ich das auch gekauft. Genau, für die Feiertage. Und dann kommen wir zu der letzten Produktgruppe. Muss ich wieder weiterblättern im Katalog. So, die Produktgruppe heißt Grund zum Anstoßen. Genau, mit dem Stempelset. Genau, und hier sind die passenden Stanzformen dabei. Genau, und ihr seht schon, Brickeln, Sekt, Wein, Cocktailglas mit Oliven und Zahnstocher. Dann haben wir hier diese Minze. Dann hier diesen, ich schätze, das ist Rosmarinzweig. Den hat man auch manchmal in Cocktails drin. Dann hier den Strohhalm. Und das müsste die Erdbeere sein, wenn mir nicht alles täuscht. Erdbeere und die Zitrone. Lässt sich auch ausstanzen. Genau. Also ihr seht, ich liebe hier Stempelsets, wo man viel ausstanzen kann. Und das ist so eins. Deswegen habe ich mich gleich darin verschaukt und ich finde es toll. Genau, mehr ist da eigentlich drin, kein Papier. Es gibt nur diese zwei Sachen im Paket mit 10%. Es gibt zwar noch ein anderes Stempelset, das ist zwar auch ganz toll, ein Hoch auf alles. Finde ich auch gut. Da sind andere Stanzformen dabei. Da kann man Cheers ausstanzen. Finde ich gut. Ja, genau. Aber mir hat das auch gut gefallen und ich werde damit auch einiges machen. Gut, das war's. Das war's schon, mehr ist es nicht. Genau, für den Anfang reicht's. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr einen Herbst-Winter-Katalog möchtet, braucht ihr nur mir eine E-Mail zu schreiben, dann schicke ich euch den kostenlos zu. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Eure Verena von Stampin' Kreativ. Servus!